Ein Supermarkt ganz ohne Eier, Milch und andere tierische Produkte, was kann man da überhaupt einkaufen? Sehr viel, denn Billa hat ihre rein erste vegane Filiale im Gerngroß eröffnet. Ich habe mir das natürlich nicht entgehen lassen und schnappe mir gleich Verena Wiederkehr. Sie ist Head of Plant-Based und wird mit mir hier im Pflanzilla eine kleine Tour machen. Wir wissen mittlerweile, dass Plant-Based oder der Genuss von rein pflanzlichen Lebensmitteln kein Trend mehr ist, sondern wirklich eine nachhaltige Entwicklung in der Gesellschaft. Und deswegen wollen auch wir unseren Kundinnen und Kunden mehr rein pflanzliche Produkte bieten. Wir haben rund 2500 Artikel auf 200 Quadratmeter über viele Warengruppen hinweg. Also unsere Kundinnen finden pflanzliche Fleisch-, Wurst-, Milchprodukte, aber auch Fischprodukte. Wir haben Süßwaren, schnelle Küche, Snacks, Tiefkühlprodukte, aber auch Feinbackwaren, also typische Croissants oder auch Plunder zum Beispiel. Ich bin natürlich ein ganz großer Nutella-Fan und wie ich hier sehe, hier wird handgemachte Nusscreme hergestellt. Wie funktioniert das? Also man kann hier einfach ein Glas nehmen und das dann auch direkt frisch pressen sozusagen und habe dann hier komplett ohne Zusatzstoffe wirklich nur aus Haselnüssen und Kakao ein frisches Nussmus gepresst. Ist auch eine meiner Lieblingsstationen persönlich, weil ich auch sehr gerne Nussmus auch esse. Hier befindet sich das Rezept des Monats, wo sich unsere Kundinnen und Kunden wirklich inspirieren lassen können. Da werden dann jedes Monat wird hier ein Rezept aufgebaut. In diesem Monat ist es Quesadilla mit Erbsen-Guacamole. Das klingt sehr lecker, aber man kann ja nicht nur kochen, sondern wie ich da sehe, wenn wir ein bisschen um die Ecke gehen, gibt es ja schon bereits fertig zubereitete Speisen. Und für mich als Asiatin Kimchi ist natürlich sehr interessant. Ja, das ist natürlich ein sehr interessantes Konzept. Also Kimchi oder Miso haben wir natürlich auch in unser Sortiment aufgenommen. Und hier kann man es direkt mitnehmen und auch in der Mittagspause genießen. Wechselt das Sortiment sich ab? Ja, das wird auch regelmäßig quasi erneuert, sodass unsere Kunden auch neue Produkte kennenlernen können. Ja, also das Bier war ja schon immer vegan. Was ist denn das Besondere hier jetzt? Ja, also Bier ist wirklich schon immer vegan gewesen. Was aber hier in diesem Store auch sehr wichtig ist und was wir mit dieser neuen Technologie verkörpern, ist die Nachhaltigkeit. Wir haben hier eine Möglichkeit, eine Flasche immer wieder für den Kunden zu befüllen und so uns gewisse Wegwerfmaterialien wie Müll, Plastik, Kronkorken, Kartonagen zu ersparen. Und das ist ein nachhaltiger und veganer Sinne einfach der Vorteil an dieser Maschine. Wie lang hält das Bier? Gekühlt und ungeöffnet hält es 3 bis maximal 4 Wochen. Und wenn man es mal öffnet, sollte man es wie eine normale Bierflasche behandeln und eigentlich relativ zügig austrinken. Auch wenn ich jetzt nicht so die große Biertrinkerin bin, aber ich glaube, das rote Zwickel kriegt man doch nur in einem Lokal. Ja, also das ist eigentlich unser gastronomisch vertretbares Bier. Haben wir hier aber auch vom Fass und können es hier für den Haushalt direkt abfüllen. Also ganz was Besonderes sind unsere veganen Becher. Das sind Chia Quinoa Becher, dann haben wir einen veganen Bananenbecher und einen Kokos Apfelmusbecher. Und das spricht halt eher mehr die Jugend an. Aber wir haben auch was Traditionelles, eine vegane Bananenschnitte, eine Cremeschnitte, einen Gugelhupf, einen Marmor-Gugelhupf und einen Schoko-Gugelhupf halt mal. Was hat das mit dem Gorilla auf sich? Der Gorilla, der war eine ursprüngliche Idee halt, dass man sagt, okay, das ist das Maskottchen für uns. Hier im Pflanzilla kommt jeder Mann und jede Frau auf seine und ihre Kosten, vom frischen Gemüse über nachhaltigen Bier bis hin zum frischen Croissant, alles da. Also definitiv auch für Nicht-Veganer und Veganerinnen einen Besuch wert.